Hallo, liebe Bildzuschauer. Wir sind heute mal an einem ganz speziellen Ort, nämlich im Franziskus-Tierheim hier in Hamburg. Neben mir schon einer der beiden Waschbären, die hier zu Hause sind. Aber wo genau wir sind und was genau wir hier machen, sehen wir gleich. Kommt mal mit, ich zeige euch mal. Hallo Frank. Grüß dich. Du, wir sind hier im Franziskus-Tierheim. Genau. Sag mal, seit wann gibt's euch eigentlich schon? Es gibt's hier seit über 30 Jahren in verkehrsgünstiger Lage gegenüber von Hagenbecks Tierpark. Und wie viele Tiere habt ihr hier bei euch? Ja, wir haben so im Schnitt je nachdem um die 100 bis 120 Tiere und dann kommen natürlich unsere zahlreichen Wildtiere noch dazu. Und ihr vermittelt die Tiere ja auch an Hamburger, die sich gerne um Katzen, Hunde und so weiter kümmern wollen. Nicht nur an Hamburger, auch Leute aus der Umgebung kommen zu uns und wir vermitteln so im Jahr, wenn es gut läuft, um die 800 bis 900 Tiere. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal gerade mal, ob es kleine Tiere hat dieses Mal und hat's welche? Willst du dir ein paar nette Katzenbabys angucken? Los geht's, würde ich sagen. Frank, sag mal, wenn begeisterte Katzenfans herkommen und einen von den drei sozusagen adoptieren möchte, worauf achtet ihr? Was muss man haben als neuer Besitzer? Als allererstes achten wir darauf, dass eben nicht jemand kommt und eine einzelne Katze haben will. Wir vermitteln Jungkatzen im Tierschutz grundsätzlich immer nur zu zweit Katzenbabys. Weil die in der Regel in der Wohnung leben und dann eben später sonst nie wieder einen Kontakt zum Artgenossen haben. Und Katzen sind sehr soziale Tiere, die wollen einen Kumpel haben. Und gerade wenn jemand arbeitet, beim Hund kämst du nie auf die Idee zu sagen, ich lasse den Welpen jetzt so und so viele Stunden alleine zu Hause. Sollte man bei Katzen auch nicht machen. Bei diesen dreien, weil die sich sehr, sehr gut verstehen, wäre ein Herzenswunsch von uns, dass sich vielleicht sogar jemand findet, der alle drei nimmt. Ich würde sagen, wer Lust hat, kann vorbeikommen. Der Frank Weber und sein Team freuen sich wahrscheinlich über jeden, der einem von den Knirpsen hier ein neues Zuhause gibt. Und Frank, du hast mir gerade noch erzählt, es gibt auch eine Wildtierstation bei euch. Wir haben auch eine Wildtierstation und wir haben gerade was sehr, sehr Interessantes, was wir aufziehen, und zwar ein junges Wildschweinferkel. Ich würde sagen, auch wenn das Wildschweinferkel nicht zur Vermittlung bereitsteht, schauen wir uns das Minischweinchen doch aber mal an, oder? Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Los geht's. Oh, guck mal hier, wen wir hier haben. Hier haben wir zum einen Timo. Hallo Timo. Und sag mal ganz kurz, was machst du hier genau im Tierheim? Ich betreue hauptsächlich die Wildtierstation hier im Franziskus-Tierheim. Und du hast sozusagen ganz frischen Nachwuchs bekommen. Genau. Kannst du mal vielleicht mal uns zeigen, wer das ist? Ja, die kam gestern Abend. Unser Lamm, ein Schaflamm, das wurde abgegeben. Das hat die Mutter nicht mehr angenommen. Und dann hat es nicht die Tierschützerin an sich genommen und uns dann gebracht zur Aufzucht. Und was macht ihr jetzt damit? Pflegt ihr es und setzt es wieder aus? Nee, genau. Das werden wir jetzt großziehen und dann suchen wir einen Platz für das Lamm. Genau, weil zu vermitteln sind Wildtiere natürlich nicht an die Privatmensch. Genau, das ist richtig. Aber da es sich hier um Schaf handelt, werden wir das dann später vermitteln, ein neues Zuhause. Fühlt sich gut an. Aber ich glaube, da unten nervt schon jemand die ganze andere Zeit und möchte auch mal vielleicht mal auf den Arm genommen werden. Das ist nämlich das Wildschwein. Genau, das ist Püppi. Die kam zu uns, die wurde an der Hauptstraße gefunden. Die hat wohl den Anschluss verloren zur Rotte. Und Püppi ist jetzt so circa 4 Wochen alt. Okay, wir versuchen mal, Püppi ist noch nicht ganz... Nee, mal gucken, auf den Arm genommen werden, mag sie nicht so. Aber wo wir gerade dabei sind, hinter uns, wir haben sie bei unserem Eingang schon gesehen, haben wir zwei Waschbären. Und ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal wiederkommen, Frank, dann... Können wir auch mal reingehen zu den Waschbären? Die sind ja sehr zugänglich, die haben wir damals gekriegt. Da waren die nur ein paar Tage alt, ne? Genau, da waren die so groß, so etwa 138 Gramm wogen sie da. Ja, und die haben sich jetzt gut entwickelt und sind sehr zahm und freundlich. Die zeige ich dir gerne beim nächsten Mal. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir beim nächsten Mal nicht nur, wer die beiden Waschbären eigentlich sind, sondern auch, wie es dem kleinen Lamm und dem Wildschwein so ergangen ist. Ja, ich würde sagen, wer mehr wissen will, beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich danke euch beiden, wir sehen uns wieder. Ja, und ansonsten einfach auf unsere Seite gucken unter www.franziskustierheim.de. Super, vielen Dank euch beiden. Gerne. Danke.